Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer kleinen Sonderankündigung. Henry ist der Name und es ist wieder soweit. Die Johara Boost Server kehren zurück. Am 22. November, also schon diesen Freitag, kommt der neue Winter Server und es ist wahrscheinlich ein sehr, sehr ähnlicher Server wie letztes Jahr mit einem Johara Boost Server, wo wir das Ziel haben, einen Charakter auf das Champion Level 1 hochzuspielen. Von Ende November bis Mitte Februar haben wir Zeit dafür. Und es wird wieder sehr, sehr viele krasse Events geben, sehr, sehr viele krasse Server-Raids. Die Monster haben 40% weniger TP, machen uns 40% weniger Schaden. Wir haben krassen EXP-Boost mit Macht der Weisheit durch Uriel. Und außerdem etwas, was ich nicht kenne bisher, nämlich die Stärke des Tigers. Damit können wir für eine gewisse Zeit bis zu 40% nochmal mehr PvE-Schaden raushauen, also nicht PvP. Außerdem, Echo der Macht wird aktiv sein. Es wird massenweise zusätzliche Events geben, unter anderem Montags- und Freitags-Superstein-Events. Es wird Jungheldenwaffen geben, also wirklich, wirklich sehr, sehr viel abzugreifen, abzusahnen auf diesem Server. Und am Ende möchten wir uns natürlich den Charaktertransfer erspielen. Es gibt zwei Stufen und das erste ist im Prinzip, auf das Champion Level 1 zu kommen. Damit habt ihr dann schon die Stufe 1 und könnt zumindest den fertig equippten Charakter transferieren, aber wenn ihr dann noch eine Inventarseite und so weiter und noch zusätzliches Equipment transferieren wollt, dann müsst ihr noch ein paar extra Quests machen, aber dafür habt ihr auf jeden Fall 3 Monate Zeit. Man kann das Ganze natürlich auch im Itemshop kaufen, aber wir wollen das Ganze natürlich Free-to-Play machen und ich war ehrlich gesagt nicht so hyped auf diesen Server. Das habe ich auch am Montag, da habe ich kein Geheimnis draus gemacht bei unserem letzten Livestream. Aber entgegen der Erwartung ist es möglich, nach Ruby und Emerald zu transferieren. Das heißt, wir können uns jetzt hier einen Charakter hochziehen und den dann Ende Februar auf Emerald rüberziehen. Und das ist etwas, damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Aber ich finde es cool. Und es haben ja auch einige Leute danach gefragt, ob man nicht da ein Community-Event aus dem Server machen könnte. Und genau das ist der Plan. Ich habe am 22. nichts vor und deshalb werden wir da auf jeden Fall ab 10 Uhr per Livestream in den Server reinstarten. Wenn ihr Bock habt, kommt auf jeden Fall mit dazu, kommt später dazu, völlig egal. Und wir werden eine Gilde aufmachen, wir werden vielleicht einen eigenen Discord-Channel auf unserem Server aufmachen für die Zeit des Tempests, oder ich weiß gar nicht, ob er Tempest heißt, für den Johara Boost-Server, sagen wir jetzt einfach mal, aufmachen und da so ein bisschen uns gegenseitig unterstützen und hochzuziehen. Es gibt viele, viele Missionen und Belohnungen. Man bekommt direkt von Anfang an eine Lehrlingstruhe. Man bekommt, glaube ich, bis zu Level 90 bis zu 5 Lehrlingstruhen. Das heißt, jede Menge Switcher auf Free-to-Play-Basis, wenn man sich einfach nur ein bisschen hochlevelt. Und ich hoffe, das geht nicht zu schwer. Wir werden auf jeden Fall nicht den gleichen Fehler machen wie letztes Jahr und nur mit einer Drachenscharmi starten, sondern zwar auch mit einer Buff, aber ich schätze mal, also entweder ein Waffensucher oder ein Körperkrieger. Also wir machen es uns nicht unnötig schwer. Und wir können auf jeden Fall auch wöchentliche Quests erledigen, Bosse killen, Metins killen, Dungeon-Bosse und zu guter Letzt natürlich auch die Transferstufen, die wir freischalten wollen, aber damit befassen wir uns, wenn es soweit ist. Die Johara-Pakete umfassen mal wieder sehr, sehr viele Sachen, unter anderem, und da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, denn die Info hatte ich vorher nicht, ist glaube ich sogar mal ganz wichtig zu sagen, ein Eistalisman plus 10, den kann man mitnehmen. Aber der kann nicht weiter hochgeupt werden. Der muss plus 10 bleiben. Und für den Start, wenn man sagt, man guckt sich das erste Mal auf Johara um, ist das auf jeden Fall ein sehr krasser Push. Aber gleichzeitig kann man den nicht als Grundlage nehmen. Und das beruhigt mich ehrlich gesagt ein bisschen. Denn ich habe mir erst vor kurzem noch einen eigenen Eistali auf Emerald gekauft. Das entwertet den zumindest nicht mal komplett, wenn jetzt hier massenweise Eistalis plus 10 auf Emerald gespült werden. Deswegen ist das aber trotzdem für jeden Einzelnen ein ordentlicher Push und ein ordentlicher Start für den Johara-Server, da bin ich mir sicher. Außerdem gibt es natürlich noch die zweite Transferstufe, wo man dann noch Mounts, Waffenskins und alles Mögliche noch an zusätzlichen Push mitnehmen kann, wenn man sich das denn freischaltet. Aber die Details schauen wir uns dann auf dem Server an, wenn es soweit ist. Und dann möchte ich zuletzt noch ein kleines Detail mit euch teilen, was ich persönlich sehr, sehr wichtig zu wissen finde. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ey, ich habe eh keine Lust auf einen Champion-Level-Charakter, was will ich auf Johara, der Server juckt mich nicht. Es könnte sein, dass der trotzdem für euch interessant wird. Es muss nämlich nicht unbedingt ein Champion-Level-1-Charakter transferiert werden, wenn ich das richtig sehe. Ihr müsst zwar einen Champion-Level-1-Charakter hochziehen, um den Transfer freizuschalten, aber welchen Charakter ihr dann auswählt für den Transfer, das liegt bei euch. Ich bin nämlich sowieso am Überlegen, ja, was will ich denn eigentlich noch mit einem anderen Champion-Level-Charakter auf Emerald?
Aber ich hätte zum Beispiel ganz gerne einen Level 115er für den Wald als Farmer. Oder einen 97er für den Drachenrun oder sowas. Dann könnte man theoretisch sich einen Champion Level 1 Charakter auf Tempest hochziehen. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Tempest. Und dann aber einen anderen Charakter nicht ganz bis Level 120 bringen, aufs Champion Level bringen und den dann stattdessen transferieren, wenn man zum Beispiel einen ganz speziellen Charakter braucht, aber keine Lust hat, den sich auf dem regulären Server hochzuziehen. Die Entscheidung liegt ganz bei euch und ich glaube, das könnte für den einen oder anderen auch interessant werden. Aber egal, ob ihr da Bock drauf habt oder nicht, schaut gerne ab dem 22. um 10 Uhr mal auf Twitch oder YouTube vorbei. Wir werden den Start als Stream mitnehmen und ich freue mich über jeden von euch, der da mit reinkommt. Wir werden das Ganze, wie gesagt, als Community-Projekt ein bisschen aufziehen, da habe ich Bock drauf. Und uns auch gegenseitig unterstützen, hier spätestens die Schiffsverteidigung dann auch mit so vielen Leuten wie möglich durchzuziehen. Ich bin mal gespannt, wie das laufen wird. Ich freue mich auf euch und wenn ihr Bock habt auf den Serverstart gemeinsam, dann lasst dem Video auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Und ich hoffe zum Serverstart auch, dass ich da noch den ein oder anderen Giveaway-Code von der Gameforge bekomme, den ich da an euch verteilen kann für einen noch entspannteren Serverstart. Ich freue mich auf euch, vielen Dank fürs Zuschauen und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Soll ich jetzt den Knaller zünden? Zünd den Knaller! Irre!